In der Wirtschaft, in der Politik, im gesamten öffentlichen Leben scheint ein Grundkonsens verloren gegangen zu sein. Ich rede von der Krawattenfrage. Der Daimler-Chef ist ein gutes Beispiel. Hier redet er gerade vor dem Parteitag der Grünen vermutlich über Elektroautos und tut so, als wäre er Mark Zuckerberg. Ich meine, der Mann ist ein DAX-Vorstand und tritt da auf wie ein x-beliebiger Startup-Gründer. Was will er damit sagen? Ich bin total cool, ich bin ganz Rock'n'Roll. Was er aber tatsächlich sagt ist, ich bin eine Fälschung. Und ich weiß, dass ihr das merkt, aber es ist mir völlig egal. Natürlich kann man diesen Soziologie-Professor-Look mit Jackett und Jeans machen. Immer mehr Führungskräfte glauben allerdings, dass man einen Anzug ohne Krawatte tragen kann. Kann man das? Klar kann man. Sollte man aber nicht. Zwei Gründe. Erstens, Psychologie. Ohne Krawatte bedeutet, hey, ich nehme das alles nicht so ernst und eigentlich wäre ich gerade lieber ganz woanders. Zweitens, Ästhetik. Anzüge werden mit der Krawatte im Blick entworfen. Und einfarbige Businessanzüge brauchen ein bisschen Farbe, um zur Geltung zu kommen. Ein Anzug ohne Krawatte ist ein Rahmen ohne Bild. Und wenn jetzt einer sagt, das sei nun mal der Trend im Moment, seit wann laufen wir denn Trends hinterher?